Okay, besser. Ist Nochmal? das jetzt besser oder schlechter? Ja. Besser. Gut. Könnten jetzt in einer Lobby gehen. Gut, passt. Warte, Lotte, ey. Erreiche 5 Operator Assists, erreiche 1 Operator Abschluss mit Schützerparade, 5 Operator Abschluss mit Scharfschützengewehr, okay. Es ist ja machbar. Mit einem Molotow brauche ich einen Abschuss. Da muss ich mal gucken. Immer einen Molotow reinmache. Und eine DMR. Ich glaube schon. Immer muss man mit einer DMR Abschüsse machen, verstehe ich nicht. Das ist bei jedem anders. Ich habe nichts mit DMR drin. Ach so, ich habe das voll oft. Nee. Manchmal habe ich schon das gleiche Kopf wie du, aber manchmal auch ganz was anderes. Och, jetzt habe ich es verkackt. Der Feind hat Bravo eingenommen. Bravo wird gesichert. Wechsle Magazin. Ich bin hinter dir. Ich hab gar nicht geguckt, wie viele Abschüsse ich brauche mit dieser Waffe. Oh Gott. Der Feind kontrolliert zwei Zielobjekte. Oh. Ich glaube, meistens braucht es 5 bis 10. Ich gebe Deckung. Feind in der Nähe. Okay. Mal gucken. Schade, ich wollte sie nicht mehr. Nicht geschafft. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Oh, rechts. Bravo gesichert. Oh, wurde voll weggemessert. Mehr erwischt. Der hat ein Schild und ein Messer, geil. Er ist der Man. Kriegt mit dieser Waffe nicht einen einzigen Abschuss hin. Richtig doofe Waffe, ich mag die nicht. Aber wenn die umbaut sind, die DMRs sind die richtig cool eigentlich, aber bis du die einmal so umbauen kannst, dass cool sind, ist so die Herausforderung. Verbündete Drohne im Einsatz.
Weil da gibt's welche, die kannst richtig umbauen, dann schießen die richtig schnell, wenn du die durchfliegerst. Schade. Wie hast du eigentlich 12 Kills gemacht? Ich seh nicht mal so viele Menschen. Boah, ich seh nur Gegner. Ich weiß nicht, warum ich da. Seh ich richtig früh. Boah. Da war nur einer. Warum hab ich den nicht drückt? Oh! Grüße! Jetzt hat er mich gerockt. Wie hart? Na, da hab ich mich selber durch Granaten umgebracht. Ich bin so ein Vollidiot. Oh, wow, wow. Tja. Hey. Jetzt bin ich der Schrocker. Du warst da vor mir, direkt vor mir. Ja, du schießt mir. Ich hab mich auch voll erschrocken. Ich denke mal, boah, das ist ein Gegner, warum der spawnt direkt vor mir, hinter uns. Viele gesichtet. Oh. Geil, missert, perfekt. Ist so ungefähr der größte Vollspaß, der wo du mit dem Messer rumrollst auf dem Wurst gibt. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Verbündete Vorräte im Einsatzgebiet. Der Feind hat zwei Zielobjekte erobert. Vorrücken und einnehmen. Bravo wird gesichert. Platziere so da. Wir kontrollieren Bravo. Ich bin deine Deckung. Wir verlieren Charlie. Zielobjekt Charlie ist kompromittiert. Wir verlieren Bravo. Oh, direkt gegenüber vor euch. Der Feind hat alle Zielobjekte eingenommen. Wurf A. Von der Tiefgarage, wo du ins Haus reinlaufst. Ja, da war. Hab ich. Wir nehmen Charlie ein. Zielobjekte. Och, Junge. Hat der mich erschrocken. Verbündete Aerosolbomben unterwegs. Kann jemand in der MW zockt? Wer kennt niemanden, der MW zockt? Ich kenne niemanden, der MW zockt und diese Geräusche macht. Ach so. Das meine ich. Mhm. Der Feind kontrolliert zwei genau. Objekte. Ich war hart betäubt. Ich konnte mich so Slow-Mo bewegen nur. Mhm. Das ist, wenn du die Betäubungsgranaten abdrückst. Es war nur behinderter als wir die anderen Granaten, als wir Blendgranaten. Auch hinter uns. Ja, verreckt nicht. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Nur Mörner. Yo. Boah. Mein Gott. Ah, wir verlieren das Ding. Scheiße. Im Haus bringt mir der Helium alles klar. Ja. Oben zum Fenster, ne? Mm. Glasfenster. Und dann kommt der andere Freund. Aha. Feind ist Bravo ein. Zielobjekt Bravo ist kompromittiert.
Ich bin deine Deckung. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Alter Schwede. Ja, das ist verloren, das Game. Ich glaube, ich habe das erste Mal eine Eroberung mehr als du. Was war's? M und K? Maus und Keyboard. Achso. Ich hab schon gemeint Marco und Kim. Ach so, nee, weil die meisten spielen ja mit Controller. Mhm. Viele Abschüsse. Ach, ich brauch Kopfschüsse mit DMRs. Ja, reiche 5 Operator-Abschüsse mit Scharfschützengewehren. Ja, was spielen gerade Scharfschützengewehr? Und warum hat das jetzt nicht Zeit? Ich hab dein Stream auf mein Handy aufgemacht. Ich denk mal kurz, was ist denn jetzt passiert? Warum hat sie aber immer die Stimme von mir angenommen? Ja. Ich hab gemeint, du hast mich gelohnt. Klar. Ich wollte schon noch einen Kopfschuss und dann kann ich meine Waffe wechseln. Was ist denn bis jetzt der Lieblingsmap von dir, die es gibt? Lieblingsmap? Mhm. Sag ich dir, wenn sie kommt. Ich kann es jetzt gerade gar nicht so genau. Die Wüstenmap? Genau. Nee, die mag ich nicht so gerne. Ich finde die hier eigentlich ganz cool. Mhm. Och, Menno, ich krieg grad gar nichts gebacken, aber gerade voll viel los. Die erinnert recht stark an die MW3-Map mit den Gänge. Finde ich. Ich weiß grad nicht, welche du meinst. Mal ein Bild zeigen oder so dann. Boah, ich weiß nicht, was. Wechsel das mal. Übelst Krieg! Gegner! Zwei Kimmer! Ach, ich will nur Kopfschuss! Ziel erfüllt! Boah, den hätte ich fast noch gekriegt! Also eine Scharfschützengewehr zeichnet, obwohl es unter Scharfschützengewehr ist, alles klar, perfekt. Diese Beschreibungen, ich liebe es. Why? Stellung kompromittiert. Der sitzt auf dem Tisch. Ich weiß gerade nicht, ob ich meine Waffe schon wechseln kann. Ich weiß nicht, ob ich einen Kopfschuss habe. Das ist so, normal sagt er das mit so einer Trophäe. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe. Ach so. Da stand nur Ziel erfüllt, aber ich weiß nicht, ob das hier was mit Stellung zu tun hatte. Puh. Weißt du, was ich meine? Mhm. Na, ich verstehe es schon. Durch die Wand ist natürlich. Ja, Orni ist halt einfach der größte Arsch. Der, wo da oben sitzt auf dem Tisch. Ich bin bei dir.
Der ist so ein Arschi. Arschi. Oh, schade. Ah, oh, die waren so schön dort. Ach. Ey. Also ich werde jetzt meine Waffe wechseln in der Hoffnung, dass ich es geschafft habe schon. Ja, einen Assist-Abschuss brauche ich nur, dann habe ich meine Aufgaben schon erfüllt. Nice. Dann kann ich die Hotbar. Oh, zwei S-Minen, zwei S-Minen nebeneinander. Man sieht eine nicht gelangt. Hey, Fuchor, hör auf! Was macht er? Ach. Puchrohr! Auf den LKW kann man nicht drauf, das kann man sich ja nicht vorstellen. Ach Mann, die hören nicht auf. Ich glaube, die kriegen es. Ich glaube, doch jetzt nicht. Ist das euer Ernst? Meine Güte. Wir haben die Führung verloren. Super. Ich liebe das, ja. Du hast, das beruhigen können. Nein. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Merke ich nicht. Ich wollte mir die Wohnung auseinandernehmen. Das war ein bisschen doof. Nächste Stellung wird lokalisiert. Bereit machen. Geil. Oh. Ich höre mir schon mal aus, meine Vorräte. Verstanden. Die Drohne ist unten. Aufklärung offline. Wo seht ihr? Vorräte kommen! Feindliche Bombendrohne im Einsatzgebiet. Tarnkappenbomber bereit! Geil. Ich wurde gerade von einer Bombendrohne kaputt geschossen. Und geblendet. Ich bin full flashed. Ja. Beide erledigt, sehr gut. Oh, schade, schade, schade. Den hätte ich auch noch gern weggesnackt. Ja, ich hätte den gern beim Molotow-Cocktail
Weggesnackt. Ach. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ey, hier unten, ja, danke. Stellung kompromittiert. So, auf einmal jemand rechts davon ja auch nicht mit, ne? Mhm. Ich hab bloß auf dem Radar gesehen, dass du drin ist. Die campen aber auch, ey. Verstecken sich in Ecken. Das ist der Wahnsinn. Das ist Last Stand, ne? Das ist ultra nervig. Aber echt. Check das halt auch immer erst so spät, wenn es passiert, ne? Mhm. Ich verstehe es so nicht, dass der das durchspielt. Das kann ich in Ding spielen, in Suchen und Zerstören. Aber ich verstehe es nicht, warum ich es durchspiele. Weil es macht halt null Sinn. Finde ich auch. Was hat er da gewonnen, wenn er jetzt doch eine halbe Minute da sich selbst revived und dann so und so stirbt? Lol. Wir gehen in Stellung. Ich bin drin. Platziere Sonar. Wechsle das Magazin. Dass wir das nur so draht haben, die Stellung hätte ich nicht gemacht. Ja, auf die Stellung. Mhm. Ich komme. Ich habe ja aus Versehen halt am Boden Bohrladung aufgeschmissen. War jetzt nicht mehr Absicht. Der Alpha hat mir jetzt auch bei FB Real aufgenommen. Echt? Mhm. Oh, das war ja nice. Oh, wo war der denn noch, der andere? Der ist tot im Kling. Oh, die Vorladung, die ist einfach so geil. Das war der Wiederbelebungsspack, ist die schon wieder. Alter, 46 Kills. Nein. Nicht.
Ja, alle Herausforderungen abgeschlossen, ja, perfekt. Herrschaft. Mhm. Harak. Die Wüsten-Map habe ich nicht gemeint, ich habe die andere gemeint. Die, wo man noch schwimmen kann. Ja, genau, die, wo man schwimmen kann. Die habe ich gemeint. Ja, die ist okay. Die ist auch cool. Also es gibt jetzt keine Map, die ich irgendwie krass hasse oder so bis jetzt. Mhm. Na, die sind alle relativ human, sage ich jetzt mal. Alpha wird gesichert. Dass ich sagen darf, dass ich auch nicht gar nicht gamen mag, muss ich kurz sagen. Ich denke, die ist über mir. Boah, die Katzen rennen gerade durch die Wohnung wie so kleine Pferde. Katzenrally. Wir verlieren Bravo. Platziere sogar. Lade nach. Boah. Den hab ich drauf. Deine Deckung. Lade nach. Erfolgt sicher Charlie. Verloren. Oh, warum bin ich jetzt selber geblendet? Nein, du kannst dich selber blenden, ne? Ja, aber. Früher, ja, wenn du Hardcore gespielt hast, dann hast du mit den Granaten deine Mates auch noch blendet und umgebracht. Das hat dann immer nicht so gut, ne? Mhm. Da waren sie nicht so amused. Ach, Menno. Gut. Ja, A und B. Mhm. Ich lauf gerade auf A. Geh auf B. Achso, den. A hab ich gleich. Oh, da auf B campt einer, der liegt da. Direkt am Spot. Wir sind halt auch einfach nur drei Leute, ne? Also, sollen wir das denn bitte gewinnen? Ich hab Drohne. Verstanden. Drohne kreist über Einsatzgebiet. Aufklärung online. Der Feind hat zwei Zielobjekte erobert. Feindliche. Wollen wir nicht gerade gegen die Schlechtesten, sag ich einmal. Und dann sind wir bloß vier. Das ist halt nicht geil. Nein. Ich war doch schon ums Eck. Das ist doch ein Meme, die essen mich nicht. Ich laufe auch gerade auf B.
Oh, da oben im Haus. Mhm. Hallo Lizard, was geht ab, Liz? Was geht? Möchtest du mitzocken? Hast du Bock mitzuzocken? Damit wir sind eh in absoluten Scheiß-Lobbys heute. Und naja, nein, Spaß, wenn du willst. Wir sind mal gerade in die besten Lobbys, wo man einen ORB und einen Nuke noch der anderen droppt. Ich brauche einen Molotov-Dingsbums. Bist gerade von Arbeit nach Hause. Warst du so lange worken heute? Du warst doch aber schon um 8 Uhr da, oder nicht? Ist ja crazy. Richtig. Schönen Feierabend. Richtig krassi. Richtig krassi. Richtig krass, krassi. Es ist krass und crazy. Wow, ich sterbe. Ja, also bist du eher raus, ne? Schätze ich mal, wenn du gerade das Horn bist. Er kommt mal um, schreibt er. Okay, gut, gut. Joins dann einfach der Lobby, ne? Zielobjekt Bravo ist kompromittiert. Zielobjekt Bravo ist gesichert. I'm dead. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Werf eine Betäubungsgranate. Charlie gesichert. Ey, ich würde gerne dieses Ding noch drehen. Das würde ich jetzt richtig fühlen. Ich laufe auf C durch und schaue, dass ich C heute. Also A ist safe. Zielobjekt Charlie ist kompromittiert. Ich muss da ist gerade niemand. Das snipe auf jeden Fall einer. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Verbündete Drohne im Einsatz. Kann er nicht sehen von wo, leider. Lol. Wir erobern Charlie. Double Cappen und ihr habt das. Ja. Charlie wird gesichert. Feindlicher Mörserschlag im Einsatzgebiet. Oh, Mörsi. Auf B. Ja, war einfach nicht die richtige Waffe. Da geht einer auf A. Ich geh auf A, ich geh auf A, ich geh auf A, ich geh auf A. Sie verlieren wir. Nächster ist auf A. Drei Leute auf A, die haben alles eingenommen. Okay. Ich geh auf C. Die sind einfach nicht gestorben. Ah, ne, auf D. Ach, ich wollte Molotov auf ihn werfen, ich werfe eine Bandgranate. Ey, die hat den so weggeblitzt. Muss man an das hier setzen, die fliegt sicher drauf, weil meine Viersaft im Hook gehabt. Ach, jetzt hab ich meine Dings. Manchmal drücke ich Tasten, die ich gar nicht drücken will. Das passiert immer viel zu oft. Mhm. Kenn ich. Nicht. Es passiert, wenn man so einen Pack in so einen Anfall hat. Mhm. Ich lauf C. Ich lauf B. Eieieiei. Ja, A und C, glaube ich, ist besser. Sollen die B bleiben? Mhm. Aerosolbomben auf A. Das heißt, sie wollen das gleich einnehmen. Schon wieder drauf. Geil, perfekt. Die hat's mir wieder komplett gern. Ich bin deine Deckung. Ich geh auf B. Charlie gesichert. Der Feind hat Bravo eingenommen. Bravo.
geil. Gott. Wo ist mein Aim? Ja, das ist verloren. Dafür, dass wir die Hälfte der Zeit aber nur zu dritt waren hier, ist es ja ganz okay. Ja, ich geh auf B. Wir werden schwer getroffen. Wir haben Bravo verloren. Alpha gesichert. Der Feind hat Charlie eingenommen. Er wusste genau, dass er von da kommt. Er ist dann doof. Das war's. Das war's. Schade, ich hätte genau meinen Molotow-Abschuss gehabt. Wenigstens das hätte mir. Oh. Ich wollte nicht werfen. Wenigstens das hätte mir gegönnt sein können. Mission gescheitert. Zurück zur Basis. Naja, haben wir eine ganze eingeschwitzt, für dies das mal. Okay, dann. Liz, dann zocken wir noch eine Runde, bis du fertig bist, ne? Sag dann Bescheid. Dann kannst du dann joinen, wenn du auch ready. Perfekt. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Nicht so geil. Yes. Bei mir ist einmal gekotzt, die ganze Zeit auf dem Fuß gelegen, der Maxi früher. So ja. Eine Stunde, zwei, da habe ich die ganze Zeit gestreichelt beim Fernsehschauen. Und dann wollte ich aufstehen, weil weg, also so auf Toiletten oder keine Ahnung, zum Kühlschrank gehen, dann bin ich voll hingefallen. Ja. Weil das, ich habe das nicht gemerkt, dass der Fuß eingeschlafen ist. Mhm. Da muss ich vorsichtig sein. Ich taste mich halt immer erstmal am Boden. Weil ich sitze ja immer am Schneidersitz, wenn ich zocke. Mhm. Immer. Ich kann sonst nicht. Oder ein Bein angewinkelt, irgendwie so. Weil sonst geht gar nichts bei mir. Yes. Also, ich brauche noch einen DMR-Kopfschuss. Abschuss. Oh, das ist der Hüfte. Und immer noch diesen blöden Molotow-Abschuss. Ich will die EP. Ich will die EP. Ich will die EP? Ja. Okay, schreibe ich ins Ohr. Oh, das hat wehgetan. Das hat so richtig gerauscht. Ach so, okay. Ich will die. Ach so, okay. Was? Oh ja, die Map mag ich sehr gerne. Die mag ich sehr gerne. Mhm. Ist das diese Dings? Genau, die hab ich auch cool. Die finde ich auch gut. Die finde ich cool. Und die, wo dieses Gebäude ist und so ein bisschen nachts ist, finde ich auch ganz geil. Mhm. Weißt du, welche ich meine? Überleg gut. Die, wo die, oder der Bus außen ist. Mhm. Ja, ich glaube, ich weiß schon. Und Highway ist doch auch ein Lieblingsmap von dir, gell? Was? Und der Highway, das Highway Patrol, das ist doch auch ein Lieblingsmap von dir. Die liebe ich. Ich liebe es. Absolute Favorite Map. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen als 24-7 Highway, so ein Modi, weißt du? Mhm, boah, das war so göttlich. Das wäre einfach ein Traum. Hinter dir. Ich will Molotow-Abschuss. Oh, hinter uns Fenster. Ich wollte den eigentlich am Fenster killen und habe einen anderen killt, der wo so random reingesprungen ist. Warum treffe ich denn nicht? Verreck doch bitte einfach mal. Die Blendgranate bringt dir da nichts. Schade. Oh. Ich muss die Maus bewegen, um zu treffen. Seriously? Echt? Macht man sowas? Mm-mm. Fake.
Ich werde jetzt da mit Lenkrad spielen, weil ich einfach mehr Herausforderung brauche. Och, Menno! Bin gleich auf der Stellung. Dauert nur noch ungefähr 2 Stunden. Oh, ich bin tot. Nicht schlimm. Ja, lol. What's going on here? Wechsel das Magazin. Verbündete Drohne online. Da kommt. Bin on die Stellung. Ich bin tot, schade. Oh. Die Stellung wird verlegt. Bereithalten. Feindbeschuss! Ich rutsche halt auch einfach immer noch viel zu viel rum. Die Stellung einnehmen. Oh, schade. Die Winchester DMR ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn du die ohne Schaft spürst zum Rückscopen. Die Winchester. Mhm. Hallo Steffen Effen, moin, hello, hello, welcome, welcome und Dankeschön noch für dein Follow. Das habe ich jetzt gesehen. Vielen, vielen Dank. Die habe ich noch nicht gespielt. Die habe ich letztes Mal bei einem gesehen. Die hat da richtig rasiert mit der. Oh nein, ich habe nur mal aufstehen können. Ich war zwischen die Stuhl, bin ich festgeklemmt. Bitte stirb bei meinem Molotow, bitte, 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 ich brauch das. Ja. Nee. Ich glaub nicht, dass er gestorben ist. Ja, nee, safe in Warzone rein. Wir wissen nur noch nicht, ob wir es morgen schon spielen wollen. Weil ja immer so ein bisschen schwierig am ersten Tag ist. Und ich mag mich ein bisschen weniger aufregen und wenn dann noch so ein so unspielbar ist, macht es halt keinen Spaß. Also, ich denke, vielleicht warte ich auch noch zwei Tage ab. Ja, Wochenende dann. Ich spiele das erst am Freitag oder am Samstag, am Freitag so. Macht mehr Sinn einfach. Und ja, weil am ersten Tag ist es mal ein bisschen unruhig und dann macht es auch keinen Spaß, wenn dann eins immer irgendwas rumspinnt. Das Spiel stürzt wieder 100 Mal ab, da habe ich keinen Nerv zu. Deswegen glaube ich erst am Freitag. Und du? Die Stellung wurde verlegt. Zielgebiet, unsere Drohne umkreist das Gebiet. Das ist nur so ein doofer Molotow-Abwurf. Abschuss. Wurf. Du müsstest echt schauen, dass du auf die Stellung gleich laufst mit dem Molotow in der Hand. Ja. Ja, ich bin auch richtig, wirklich sehr, sehr gespannt auf Warzone. Also wirklich sehr, sehr gespannt. Also ich war ja sehr skeptisch wegen dem neuen Loot-System. Aber es soll ja jetzt anscheinend so sein, wie es auch war. Mit dem Zusatz, mit diesem Dingsbums, wie heißt das? Wie nennt man das? Dass ich das in so einem Menü Rucksack. Öffnet, ne? Wie so ein Rucksack in der Art. Ja. Wie ein PUBG. Deswegen. Ja, ich sag einmal, wenn mehr Loot auf einen Haufen liegt, dann ist das eigentlich ganz cool, wenn man da so eine zweite Anzeige hat. Ja, aber ich find's halt einfach realistischer. So klar, ja. Liegt da ein Haufen Scheiße auf einen Haufen. Haufen Scheiße auf einen Haufen, okay. Aber das ist ja auch gerade das Herausfordernde, finde ich, an Warzone gewesen, dass man so einen schnellen Blick dafür bekommt. Was ist, wie liegt was, wie sehen die Waffen aus, wie erkenne ich die und so. Ja, ja, nein, das stimmt schon, halt das ist cool besser. Daran. Aber ich meine halt, manchmal liegen halt Waffen so übereinander.
Das nicht. Du magst die eine aufnehmen, nimmst aber jetzt mal die andere auf. Du musst die eine dann zuerst einsammeln, wegwerfen und dann die andere nehmen. Ja. Das habe ich immer ein bisschen nervig gefunden. Das andere, das stimmt schon, da hast du recht. Dass man schauen muss, ja, welche Waffen nimm ich jetzt schnell, dass du so einen schnellen Blick hast. Das ist klar. Das stimmt schon. Ja, verreckt doch einfach. Steffen, Elfen, Liz, kennt ihr euch zufällig? Kommt mir so vor. Das Magazin. Ja, ich bin hoch. Ich bin hoch. Ja, das war richtig lucky gerade. Störmine platziert. Kontakt. Schick. Der ist oben am Fenster und einer ist unten. Ja, der fehlt da nicht. Jemand hoch übers Treppenhaus. Oh Mann. Ich will doch einfach nur, dass irgendjemand einmal. Oh, er ist, glaube ich, an meinem Molotow gestorben. Happy Skirt. Bitte. Blöde Aufgabe. Gott, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Das wollte ich nicht. Egal. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Ja, easy, cheesy. Ich geh schon auf Toilette und hol was zum Trinken. Mhm. Wir müssen eigentlich nur noch bei den Rucksäcken von Gegnern und diesen Loot-Taschen. Ja, okay. Das ist sehr in Ordnung. Aber es war ja bei dem, wo es vorgestellt worden ist, das Spiel, da war ja echt immer dieses Menü und gar kein Loot mehr auf dem Boden. Das fand ich halt irgendwie ein bisschen schade. Aber finde ich gut, dass es das wieder gibt. Yes. Achso, dachte, ihr kennt euch. Vielleicht veräppelt ihr mich auch gerade. Kommt so vertraut rüber. Ich habe immer noch keinen Molotow-Abschuss. Ich krieg die Krise. Ah, so ein Mix. Ist ganz okay, denke ich, aber. Mal schauen, ich lasse mich überraschen. Bin echt gespannt, aber wie gesagt, also ich bin halt vormittags bis abends, also nee, vormittags, morgens bis abends arbeiten und dann habe ich keine Lust halt dann, dass dann morgen halt ich meine 3 Stunden, die ich habe, oder 2,5, damit zu vergeuden, dass das Spiel wieder 100 Mal abstürzt. Da habe ich halt einfach keine Zeit für. Deswegen. Liz, wann bist du ready? Ach, du bist schon dabei. Ich sehe es gerade. Lol. Bist ja einfach reingejoint. Wenn du Gegner eliminiert hast, dann bist du den primären Loot wohl in der Regel automatisch auf und kannst auch den Rucksack durchsuchen. Die mag ich auch recht gern, die Map, die wo jetzt kommt. Ich sehe noch gar nicht, welche Map kommt. Die mit dem Schwimmer, wo wir vorher gebeten haben. Ah ja, die ist nice. Die ist nice. Ich brauche noch. Ah ja, meine M2-Karten sind schon gekommen, die muss ich am Wochenende mehr einbauen. Was für Karten? Die Festplatten. Ach so. Nice. Ich brauche einen Kopfschuss. Stellung. Oh nein. Oh nein, ich hab irgendwie verkackt. Oh, ich bin jetzt erschrocken.
Was ist denn da jetzt passiert? Warum müssen die so schlecht zusammenbaut? Meine Waffe ist auch richtig schlecht. Aber ich brauche einen Kopfschuss mit dieser Waffe. Ich werde sie so lange in der Hand halten, bis ich einen dritten Kopfschuss habe. Ich bin aber instant tot die ganze Zeit. Also, ich glaube, ich bin schon viermal gestorben. Das kannst du. Das gibt's doch nicht. Ich meine, die hab die da so umgeschmissen, meine Granaten, und springt die zurück und bringt mich jetzt selber um. Ich spiel mir lieber mal da vor. Oh Mann, ich will doch einfach nur so einen blöden Kopfschuss. Woher weiß der das? Oh Mann. Ich brauche unbedingt dieses Geist. Wann bekomme ich das? Sehr spät. Ich glaube auf 54 oder keine Ahnung. Ganz spät. Totenstille kriegst du also spät. Ich will doch einfach nur einen so einen blöden Kopfschuss abschuss. Das ist zu viel verlangt. Camp jetzt. Boah, Gegner pushen mich. Geil. Oh mein Gott. Ja, Steffen, habe ich schon vergessen, wenn du Bock hast, wenn du auch Warzone zockst, mitzuzocken, kannst du auch auf unseren Discord-Server kommen. Also meinen Discord-Server. Und dann kannst du auch mal. Stimmt, dann können wir mal Vierer. Wenn Liz ja jetzt eh nicht mehr will, aber den kriegen wir schon wieder dazu überredet, der hat gar keine andere Wahl. Achso, Liz hat gefragt, ob wir ins Kino gehen wollen nächste Woche alle zusammen. Mhm, was? Osha? Weiß nicht. Achso. Ja, mir egal. Irgendein Film kommt, den wollte ich vorher schon. Mit dem Weihnachtsmann, das. Was? Es kommt so ein Actionfilm mit so einem Weihnachtsmann. Ich glaube, dass der ultra lustig ist. Da wird es einen Trailer gesehen. Ist der schon draußen? Ich weiß nicht. Nein, der kommt jetzt ins Kino. Da müssen wir dann schauen. Da müssen wir nach der Runde schnell schauen. Ich habe einen Trailer gesehen, den hat es mir irgendwo vorgeschlagen. Das hat es lustig ausgeschaut. Es hat irgendwie so wie ein Stirb langsam ausgeschaut, bloß mit Weihnachtsmann und irgendwie so ein wenig Humor dabei. Okay. Wahrscheinlich der Ultrakampf, aber. Hat irgendwie ganz funny ausgeschaut. Ach du Alarm. Ja. Nee, kann man einen Trailer angucken dann. Oder, Liz, weißt du, was für Filme gerade laufen? Ich war übelst lang nicht mehr im Kino, jo. Also, Simbacher Kino, glaube ich, ist besser als Warner. Simbach, das Kino. Mhm. Da gibt's ein Kino. Mhm. Ein Kino ist sogar recht gut, ein Kino-Heli. Den gehört der weiße Hund, den wo ich da mal gezeigt habe auf dem Foto. Der cooler, die.
Der Flauschige. Ach, was hast du da für ein Wort benutzt? Der Gewulerte. Was ist denn das für ein Wort? Das heißt flauschig. Das ist so haarig, ist doch. Der Gewulerte. Das ist einfach ein Wort, was nicht existiert. Das hast du dir ausgedacht. Doch. Das ist wie ein Schnucken. Sein ausgedacht. Boah. Mm-mm. Ich will einfach nur einen Kopfschuss. Guck mal, ich laufe jetzt schon das ganze Spiel mit dieser absoluten Kackwaffe rum. Ich krieg einfach keinen Kopfschuss hin. Das ist unglaublich. Feindliche Drohne aktiv. Oh, 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 oh. Schon wieder kein. Ich habe noch kein Discord-Command, nein, aber ich kann gleich den Einladungslink schicken. Oder Liz macht's. Vielen Dank, Liz. Merci. Du musst so deine Moderatoren machen. Liz, willst du eigentlich mitsprechen? Wir sind nämlich gerade im privaten Call, aber wir können auch auf unseren Discord wechseln, wenn du Lust hast, dich am Gespräch zu beteiligen. Ist mir gerade mal so aufgefallen, stimmt, dass du gar nicht redest. Was mach ich denn? Ich schmeiß eine Näherungsmine gegen ihn. Ich dachte, ich habe meinen Molotov-Cocktail noch dabei. Lol. Lala. Doch einfach nur so einen blöden Kopfschuss. Ja, wir wechseln einfach gleich in den normalen Discord und dann kommst du ja einfach dazu, John, wenn du Lust hast, mitzuquatschen. Einfach verzweifelt suche, einen einzigen Kill zu machen hier mit dieser doofen Bumswaffe. Die mag ja gut sein, aber die ist schlecht gerade bei mir. Würde die mir auch nicht so gehören. Fühl dich einfach nicht so. Mach halt auch nur Scheiße heute, ne? Wirklich. Ich laufe halt in die Gegner rein. Ich will mit drauf schießen, wo auch immer du drauf schießt. Der Lüst ist wahrscheinlich schon drin bei uns, gell? Hab ich jetzt wohl gesehen. Mhm, der ist im Game bei uns. Ja, das war. Deswegen meine ich ja, hast du Lust mitzuquatschen? Ach so. Och man, warum kann das denn kein dober Kopfschuss sein? Ja, die Runden ist eh gleich vorbei. Ja, aber ich will doch, ich möchte doch auch einen Kopfschuss haben. Also nicht ich, sondern ich möchte einen vergeben. Oh mein Gott. Schade, schade. Okay, ich gehe ganz kurz in die Küche. Und ja, machen wir gleich auf meinem Discord, ne? Mhm. Dann wechselt mal schnell. Bist du Spielleiter gerade? Spielleiter. Ja, ich hab die Eiklon, ja. Spielleiter, ja. Gut. Perfekt. Gut. Was, da heißt ne? jemand Pizza Otter in unserem Team. Wie witzig ist das denn? Pizza Otter. Alter, hätte die 1 werden müssen. Seid ihr gerade TS? Nee, warte, bis gleich. Ja, bis gleich, Igen. Wir sind, ja, hallo. Hallo. Wir sind in meinem Discord jetzt. Wir waren im Private Call.
deswegen. Aber wir sind jetzt im Normalen und ja, bin ganz kurz weg. Bis gleich. Bis gleich. Wir haben dich ausgeschlossen. Wir wussten ja nicht mal, dass du ankommst. So schreibst du ja auch nie das. Gleich. Hallo? Hallo. Jemand da? Ja, ich bin da. Wo ist Liz? Ist auch schon da? Na. Okay. Und du kannst nur Waffen einstellen. In Ordnung. Ich mach. Doch. Moin. Hi. Moin. Sag mal, warst du bist so leise bei mir? Mhm. Hi, Moment, bin ich da?
Oh, ich brauche diese DMR gar nicht mehr spielen. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe die Aufgabe abgeschlossen. Yay. Jetzt brauche ich noch einen Molotow-Abschuss und aus der Hüfte ein. Das kriege ich hin. Molotow ist ein bisschen nervig, aber ich nehme den einfach mit. Passt, ja, also, ich bin ready auf jeden Fall, ne? Passt, ich starte. Muss noch kurz mich eindecken. Mich eindecken, ja. Als ob ich gedeckt wäre. Mich zudecken. Die ganzen Kuscheldecken sind gerade besetzt. Jetzt muss ich meine Bettdecke deck nehmen. Dich ein. Du immer kuschelig. Ich einrappen. Denke, weißt du, wie kuschelig das ist? Meine Bettdecke hier. Yes, yes. So. Nee, das ist falsch. Was habe ich hier gemacht? Ich hab hier... That's wrong. Okay. Liz, bist du da? Mhm. Hm, du bist so leise. Das kann ich aber nicht mehr lauter machen. Ja, ich rede doch gar nicht, hä? Musst du mehr schreien? Nee. Schrei! Oh, mein Kaffee ist alle. Und so hätte ich schon gemeint, die Pets sind alle. Das hätte ich jetzt hart gefunden. Jetzt mein Respekt gehabt. Herrschaft. Nur dann. Charlie wird gesichert. Ich weiß nicht. Ich gehe auf B. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt erstmal eine 7-Tage-Woche. Hab noch Montag frei. Nice. Oh, von wo? Ah, von Haus. Der Spack hat ein goldenes Messer, das kannst du dann nicht ausdingen, gell? Zu Markus seine Kommentare. Das ist immer so witzig. Der Spack. Ja, bitte, wir spulten das Messer auf Gold. Ich brauch Polyatomar-Messer. Nee, aber du brauchst halt das Nice auf Gold, damit du generell Polyatomar machen kannst. Ich weiß. Zielobjekt Charlie gesichert. Ja, das ist die Map, die ich meinte. Die finde ich nice. Die Formi 1 Map. Alter, der andere heißt irgend so chinesische Zeichen. Hier ist wieder ein richtiger Crack sicher. Sorry. Oh Mann. Lenkgranate geworfen. Ja, die Map mag ich. Die ist ganz cool. Mhm. Oh, 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 Alter. Platziere Sonar. Verbündete Drohne im Einsatz. Der Feind kontrolliert zwei Zielobjekte. Holt sie euch. Wir nehmen Alpha ein. Wer verblendet Granate? Die Drohne über uns. Mit flinke Hände aktiviert. Ich push auf B. Wir verlieren Charlie. Verbündete Konterdrohne online. Das hab ich gesehen. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Wir sind in Führung. Das war ziemlich. Sah ein bisschen hilflos aus, glaube ich, oder? So habe ich mich auch gefühlt. Oh, und ich lade nach und gehe um die Ecke, bevor ich das noch Schaden habe. Klassiker. Ich habe mir erst damit Stim reiten müssen.
Ist mir richtig verämt. Und der Guy mit dem goldenen Messer, der misst mir einfach nieder. Haben mir einfach weggebuttert. Ich hab das so bad gemacht. Ich bin einfach ultra schlecht grad. Same, same. Das sagt dazu mal nichts. Du darfst nie was sagen. Du aller Cheater, du. Ich bin immer instant tot. Oliver. Hey Marco, wenn du auf dem Boden bist, siehst du den. Das sind mir noch vorne mit die Punkte, das wundert mich irgendwie. Der Feind hat zwei Zielobjekte erobert. Zielobjekt Bravo gesichert. Also irgendwie kriege ich nichts geschissen. Bin sofort tot. Immer diese komischen chinesischen Schriftzeichen, Mensch. Gibt's doch nicht, ey. Ich hab 3 Kills. 3. Achtung, Syntax! Ich hab mich entschieden, ich mag den Map doch nicht. Wir nehmen Charlie ein. Ich sind die Ultraschwitzer, Gott. Ich bin auf C. Oh Gott. Ja. Tankerschein, Bruder. Ja, Drohne. Vielen Dank. Hallo, Lachs. Willkommen in meinem Stream. Jetzt seid ihr Pancakes, keine Lachse mehr. Was geht? Oh! Hallo Po, was geht? Was machst du? Mit Marco einfach so. Oh, ich hab ne Drohne, ich hab ne Drohne. Was geht? Was habt ihr mit Po gemacht? Habt ihr ich muss meinen Pancake-Abwurf. Ein Pancake-Abwurf. Helikopterschütze bereit! Alter, Marco ist richtig on fire heute. Trick die Krise hier. Ah. Es ist jetzt wieder so ein Meme. Alle Gegner sind in die Heiße. Savitz. Ein W. Oh! Oh! Hi, Shiori. Hi, Kaito. Hallo, hallo. Ja, aber wir heute ein Ding auch schon gehabt, einen Tarnkappenbomber in der Kiste. Tarnkappenbomber? Ein Tarnkappen-Pancake-Bomber. Tarnkappen-Pancake-Bomber. Nee, den hab nur ich, weil ich bin Pancake. Stimmt. Dann hab ich einen Tarnkappen-Schokobomber gehabt. Hi, Paul. Schokoladenabwurf bereit. Oh. Wurde ich hart weggemessert. Zielobjekt Charlie wird benehmen Alpha ein. Zielobjekt Charlie gesichert. Ich hoffe, den sein Messer ist so stumpf, dass er gar keinen mehr messen kann.
OMG! Marco, für nächstes Mal einfach schnell loben, danke. Oh mein Gott, ich bin so lost heute. I like. Also ich hab 6 Kills. Ich hab 16, aber das ist ja dann nicht geil. Ey, der campt, dann kommt. Oh nee. Das ist nicht so nett, was sie gerade. Ja. Oh, die hat uns. Ich geh Bravo. Ja, hat sehr gut geschmeckt. Danke, Paul. Ich geh doch nicht Bravo. Okay. Aha. Bravo wird gesichert. Der Feind hat 2 Zielobjekte erobert. Diese von Bravo gesichert. Ja, oh. Dann zwei von. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Das Gaint Wizard. Was mehr jetzt im Kino ausschauen, Lys? Achso, ich meine, du hast schon konkret einen Film im Kopf gehabt. Alle Zielobjekte gesichert. Jetzt müssen wir sie halten. Klar, Kaito, danke, dass du da warst. Schönen Abend. Bis dann. Ich wollte aber wieder ins Kino. Ey, ich war auch übel lang nicht mehr im Kino. Ich war auch ewig nicht mehr im Kino. Ja, ich werde ja auch nie ins Kino eingeladen. Marco, das ist dein Job. Wir haben aber schon gesagt, wir gehen mal in das Kino in Kassel, weil es da so liegen, wo man sie eine chillen kann. Ja, weil wenn du in Kassel bist, bist du mal 2 Tage hier. So toll. Dass man einen ganzen Tag im Kino gefühlt. Fake News 3 Tage. Oh, wow. Wow. Fake News. Haters würden sagen Fake News. Ich fahre nächste Woche Dienstag um circa 16 Uhr los. Das heißt, wenn ich ankomme um 23 Uhr, werde ich erstmal schlafen. Erstmal ins Kino gehen. Und dann bin ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag da und Sonntag fahre ich wieder. Samstag. Samstag. Was denn also Samstag? Kino. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kinobruck, Ransimbach und Emmy. Ja, Kassel, tollste, wundervollste Stadt ever. Bavaria Kino Center. Bavaria, ich krieg die Krise. Was, auf was habe ich mich da eigentlich eingelassen? Mir würde es dann so alles erst so bewusst. Bavaria Kino Center. Huibu. Ey, Huibu läuft. Ey, das ist cool. Lass was Witziges gucken. Das ist richtig, ich will mal wieder so richtig lachen. So, ich hab nie so viel zum Lachen sonst ein. Huibu! Paul schreibt gerade, Huibu, Agspenst. ich werd da einfach hart verarscht. Warum? Ich mag deinen Akzent. Ich mag den voll. Oh, Agspenst! Ja, schnell ausmachen! Wie du auch gesagt hast zu Paul, lass mal da Fiere gehen. Ich habe mir so.
Das war eine Vierige. Ja. Die Mafiri. Sind bei dir auch nur zwei Filme? Ja. Ja. Ah. Ich hab schon gedacht, mein Browser ist cracked, aber es sind wirklich nur die zwei Filme gerade da. Ihr habt wirklich nur zwei Filme in eurem Kino. Wir gehen nicht bei euch ins Kino. Ja, wir tun mal gerade Braunau. Ja, Braunau. Also Braunau Alpcon Cinema Tour Black Adam, Black Panther 2, Black Panther 2 3D, Bros, DC Leech of Super Pets. Das einzig wahre Kino. Eismeier, Halloween Ends. Ja, Halloween, das ist gut. Hui Bu. Mama Mu und die große weite Welt. Ey, hier ist gerade eine richtig wilde Sache. Ungold. Ich kann nichts in meinen Stream schreiben, weil hier steht, ich soll mich anmelden. Auf Twitch. Ich bin doch angemeldet. Sonst könnte ich doch nicht streamen. Ey, fuck with the magic food. Ey, Shiori, ich feiere den Dialekt auch komplett. Was für mich ist der Zauberflöte? Komplett. Sag das mal auf Bayerisch. Was? Das Vermächtnis der Zauberflöte. Das Vermächtnis der Zauberflöte. Ja, toll. Das Vermächtnis der Zauberflöte. Ey, wie crazy. Rheingold. Smile, siehst du es auch? The Devil's Light. Also, jetzt mal ganz kurz. Ich such den Film aus, ne? Na. Doch. In Halloween rein. Ja. Horrorfilm bin ich auch. Weihnachtsmann, Action, Kinofilm. Weihnachtsmann, nur guck. Batman, wo ist der Batman? Der ist gut. Ich schicke einen kleinen Trailer. Ich glaube, das ist er. Na, doch nicht. Fake News, schade. Fake News. Violent Night, so heißt er. Boah, das ist er. Ich schicke euch mal Trailer. Violent Night YouTube Trailer. Dies ist er, der Film. Du fährst aber nicht, oder? Ich lenk nur ein bisschen, das meiste machen die Rentiere. Ich poste nochmal in deinen Chat rein, weil dann können uns die anderen auch gleich mit anschauen. Ich hab den ganzen Mist angefangen. Gut. Ah, löschen ist link. Permaban kann nie wieder in den Chat rein schreiben. Schon jetzt. Was ist das? Das ist eine direkte Hotline zu Santa persönlich. Ich kann mit Santa sprechen, echt? Na schön, ihr Partymäuse. Ich kann mit Santa sprechen, echt? Das ist eure miesesten Weihnachten aller Zeiten. Vorwärts! Du hast 300 Millionen Dollar in deinem Tresorraum liegen. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. So, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ach, ich hab den Trailer gerade da. So. Ich will keinen Ärger, okay? Ich hau einfach ab durch den Kamin. Wer ist er? Das ist kein gewöhnlicher Mall-Center. Santa? Ja, den Trailer müsste ich auch schon, das ist geil. Violent Night, der ist sicher gut. Letztes Mal haben wir einen Horrorfilm angeschaut. Wobei, war es Kannibalenfilm? Oh, for nobody, let's go. Hast du noch angeschaut, den Trailer? Ja, ich guck den gerade. Gut, was sagst du dazu? Geil, gell? Es ist das letzte zu wie... Stirb langsam, mit ein wenig mehr Fun. Steht für... Also, ich muss um 0 Uhr spätestens schlafen gehen. Ich stehe jeden Morgen um 5.45 Uhr auf. Wird schwierig mit 7 Leveln, würde ich mal so behaupten. Easy cheesy machst du dir halt noch fertig. Easy cheesy. Dann such mal eine Lobby. Das ich such schon. Ey, what the fuck?
Ja, ich muss immer um 7 Uhr an die Arbeit sein. Alter, mein Deutsch ist auch crazy. Ja. Er verschwindet einfach im Kamin und er so, nee, Santa ist nicht hier, das ist Faker. Ja, er holt halt die Fähigkeiten wie der Santa Claus. Hat sich gesehen mit der Mütze, wo er so hier halt, wo der dann so eine sticht und dann sticht er in die Mütze und dann in so ein Paket rein. Ich glaube, dass der echt lustig ist, der Film. Ja, 5.45 Uhr ist jetzt nicht so früh. Ja, doch, schon. Nee, ich muss um 7 da sein und ich muss vorher noch Gassi gehen und bla bla. Jedenfalls 6 ist eine richtig unchristliche Zeit. Wie bitte? Jedenfalls 6 ist eine richtig unchristliche Zeit. Warum? Das ist schon bald. Also mein erster Wecker klingelt um 4.30 Uhr, dann um 5.30 Uhr und um 6 Uhr spätestens, also dann um 5.45 Uhr. Die klingeln und aber Paul, so früh, weißt du, die so kreist, dass du nur liegen bleiben kannst, wenn du da auf den Wecker schaust, oder? Ja. Und Paul weckt mich dann immer um Punkt 6 Uhr jeden Morgen. Und er macht mir immer einen Kaffee. Seit einer Woche kriege ich jeden Morgen einen Kaffee. Mhm. Und dann füttert er die Tiere. Geil. Macht das Licht an und wartet, bis ich aufgestanden bin, bis ich auf meinen Füßen stehe. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass ich alle Wecker her und du, glaube ich, nicht alle Wecker. Wenn ich bei dir bin. Ja, nee, um 6 Uhr hat. Ja, damals meine Schicht ging auch schon um 6 Uhr los, als ich noch im Restaurant gearbeitet habe. Aber ich bin jetzt noch ins Hotel gewechselt. Und da machen wir erst um 7 Uhr auf. Ganz gut. Ich finde 7 bis 15.30 Uhr eine Top-Uhrzeit zum Arbeiten, wirklich. Das erste Mal, wie ich bei dir war und ungefähr deine Handys beide alle 5 Minuten glitten haben, ich bin. Du hast den Wecker einfach letztens nicht gehört, ich hab jeden Wecker gehört. Ich höre die wirklich nicht. Und ich hab die nicht deaktivieren können. Ich hab nur einmal schlummern drücken können und dann hab ich wieder 5 Minuten nichts gehört. Dann war ich wieder schlummern. Zwischen 8 und 10. Ja, nice, das ist doch voll gut. Das ist doch eigentlich voll lange für ein Kind, oder? 8 und 10 Uhr? Oh Gott, ich sehe nichts mehr im Flash. Ich bin schon wieder flashed. Alter, ich krieg hier gleich die Krise. Gönn doch, bitte. Was meinst du, Liz, wenn man jetzt vom Louis Gesicht einscannt bei einem iPhone-Handy mit Gesichtserkennung, dass man mit dem Louis sein Gesicht das wieder entsperren kann, ob das funktioniert? Ich möchte das gerne mal probieren. Bei mir. Alle meinen immer, wenn du mal ein Kind hast, weißt du, was es heißt, nicht zu schlafen. Nicht vor dem Kind 2 bis 3 Stunden, total Kind viel mehr. Voll gut. Voll gut. Ja, man macht ja auch bestimmt öfter mal so Mittagsschlaf. So. Ich bin auch richtig neidisch. Meine Freundin, die arbeitet im Kindergarten, die kann jeden Mittag einfach einen Mittagsschlaf mit den Kindern machen. Das ist total geil. Den Mittagsschlaf, den gibt es aber nicht für Kinder, sondern weil es die Erwachsenen brauchen. Ja, ganz genau, das glaube ich aber auch. Aber ich könnte niemals im Kindergarten arbeiten, weil ich finde, der Geruch von Kinderpups, das ist der schlimmste Geruch, den es gibt auf der Welt. Obwohl der vom Louis, der Kacke, auch schon ganz schön hart war. Wo wir da letztes Mal spazieren gegangen sind. Das hast du selber sogar gesagt. Ja, das ist auch Hunde-AA. So, das kann man nicht schönreden. Mhm. Oh, aber das Gott, stimmt, das hast du schon recht. Kinderpurz, das ist schon hart. Aber ich glaube, das ist auch anders, wenn das dein eigenes Kind ist. Ja, Louis ist mein eigenes Kind. Ich glaube, das vergisst du. Mhm.
Louis ist mein Kind. Na, sag ja, deswegen sag ja, deswegen ist für mich wahrscheinlich schlimmer. Ja, du gewöhnst dich da irgendwann dran. Das Gute ist, also meine Wohnung ist ja sehr, sehr klein. Naja, ich besitze ein Zimmer. Und ich glaube, dass mir der Louis so gern mag, dass er nicht auf Toilette geht, wenn ich bei ihm bin. Da denkt das einfach, oh, der Marco, nein, das tun wir ihm nicht an. Und dann gehe ich einfach erst auf, ich geh erst auf Toilette, wenn Paul wieder da ist. Es gibt doch, er hat doch gar keine Toilette, der muss da raus. Ja. Draußen ist er seine Toilette. Die Straße ist sein Zuhause. Oh mein Gott, was geht denn eigentlich gerade ab? Okay, wollen wir jetzt auch mit uns über Hunde kurz unterhalten oder so? Okay. Kürze? Ja, geil. Ich kann so seine Nacht nicht schlafen. Ah! Ich bin auf der Stellung. Alter, ich bin so krass. Lol, ich hab den Molotow richtig scheiße. Richtiger Gangster Paradise. Nein, ich bin nicht geflasht, nein, ich bin geflasht. Fiori, ich bin der Kater, stinkt es halt einfach viel mehr als beim Kind. Boah, das ist hart. Das ist hart. Eieiei. Feindliche Drohne aktiv. Feindlich aktualisiert. Zur Stellung begeben. Gibt's da nicht. Der spielt die Dual Pistols, der Orni Spacke. Muss nachladen. Ey. Wurde die genervt? Was? Die STB. Die auch? Was? Nein, ich glaub nicht, oder? Weil, ohne Scheiß, ich hab voll das Gefühl, die wurde genervt. Also Kalaschnikow ist gut, die P90 ist gut, Benek sollte der neue Meta sein, wenn du das aufgerüstet hast, weil die schießt so schnell. Und die AKU ist richtig sick. Hast du das Video mit die Doppel-Revolver angeschaut, Lys? Mit den Doppelrevolver, Snake Shot Revolver. Mit der Pumpgun Munition. Die sind richtig stark. Ah, Shiori, das ist nervig, Mann. Das ist richtig nervig. Das macht unsere wirklich nur, wenn der eine gerade drauf war, dann so pingelig ist, weil der dann gehen muss, wenn der andere dann drauf war. Ach ja, also ich war schon fast einmal in so einem Mini-Ei drin. Vielleicht will er Aufmerksamkeit haben, keine Ahnung. Das sind wir Claymores und S-Minen. Level 26 und full flashed, ich fühle es. Oh, wir haben es gewonnen, perfekt. Mit
10 Kills gewonnen, unglaublich. Ich glaub's ja nicht. Gegner haben halt null Objective gespielt. Vom Stöpsel. Ja, wenn Kinder so Katzen oder so streicheln, meistens immer so drauf gedätsche. Ich weiß auch, mein kleiner Bruder, als ich meinen Hund bekommen habe, da war mein kleiner Bruder 5 Jahre alt und der war halt so klein und mein Bruder war immer so, ich will nicht kuscheln, und hat ihn fast immer erdrückt. Da musste ich ihn auch immer ein bisschen stoppen. Da war fast der Datschik wie in der Hund. Gegen eine eigene Karte allergisch ist auch nicht so gut, ja. Mein kleiner Bruder hat Louis hier wirklich also fest umarmt, ne? Also da musste ich wirklich auch immer aufpassen. Ich konnte ihn nicht allein lassen am Anfang. Jetzt geht's aber. Früher war Krise. Als wenn Paulin jetzt so übertriebenes Kuscheln ist, er glaube ich gleich weg. Ich rede ja über Pepe, nicht über Paul. Aber, ja, mein kleiner Bruder. Ich dachte, du hast nur Paul. Ach, Paul, warte. Doch, Paul Liz ist auch dein kleiner Bruder, oder? Liz, ich habe 3 Brüder. Ja, woher hast du dich denn? Ich kenne nur Paul. Ja, Paul ist mein großer Bruder. Ach so, fuck. Und dann haben wir noch Pepe, also Tim Pepe. Der ist 11 Jahre alt jetzt. Und Ming. Ming wohnt in Berlin bei unserem Dad. Der ist 20. Ah, 20. Gleich gesagt wie ich. So ist das. Wir verlieren Bravo. Oh Gott, links! Ah ja, stimmt, Allergien entwickeln sich. Man kann sich aber auch gegen einzelne Tiere immunisieren lassen, ne? Also ich würde es safe machen. Oh mein Gott, der steht da immer noch. Da kommt eine Blende! Ach du mein, was sind das für Gegner? Jetzt mal ohne Scheiß. Leute. Bei Schwitze. Ey, macht keinen Spaß. Mann. Ich glaube, die liegt für ein Bein und leckt wieder zu. Was? Keine Schwitzer-Lobby? AMK. Können wir bitte rausgehen? Das macht gar keinen Spaß. Das ist ja richtig direkt, die Lobby. Schatz, du hast einen Dreifachabschuss. Ja, wenn im Gegnerteam schon jemand Schatz heißt, krieg ich einen Wutanfall. Ach so, jetzt hätte ich gemeint. Das war Aussage, Schatz, ich habe einen Dreifachabschuss. Nee. Möchtest du spielen die Runden oder sind wir liefen? Ich finde das wirklich. Ich muss leveln, Leute, ich kann so nicht leveln. Das ist wirklich eine Katastrophenrunde. Black Panther, Blue Frog und Schatz. Schatz hat eine Drohne. Glückwunsch, Schatz. Tod durch Schatz? Alter, ich kriege welche Krise. Tod durch Schatz? Wie kann man sich denn Schatz nennen in so einem Spiel? Wie kann man denn so ein... Oh mein Gott. Und meine Verteidigung übrigens nicht. Ach so, ich dachte, man kann sich über vereinzelt so immunisieren lassen. Crazy. Also ich muss sagen, ich habe keine TH-Allergie, aber... Oh, Entschuldigung. Aber wenn ich mich die halt schon streichel oder so und dann halt so, keine Ahnung, meine Augen so unbewusst mich reibe, dann tut es schon weh, dann fängt es schon auch an zu jucken, aber ich glaube, das ist normal. Mein Spätzle hat das einmal die Hypersensibilisierung gemacht mit den Spritzen und so gegen die Allergie. Hat nur voll verbärmt. Das ist schlimmer geworden als zuvor. Hautschuppen. Ja, also genau, nee, die Katzenhaare an sich sind ja auch nicht das, gegen was man allergisch ist, was viele denken, sondern das ist ja die Spucke von denen, ne? Die Speichel. Aber weil die sich ja putzen, ist das natürlich an den Haaren dran, ne? Ja, Fun Fact am Rand, es ist voll komisch, ein Fell von der Katze abzulecken.
Ich hab mal für das komische Gefühl auf der Zunge. Ich hab nicht gesagt, dass ich das gemacht hab, ich hab gesagt Fun Fact am Rande. Ja, wieso weißt du das? Jetzt kommt alles raus. Oh mein Gott. Ich hab nicht gesagt, dass ich das gemacht hab. Ich hab da. Das hat einmal erzählt. Nein, Marco. Wir verlieren Bravo. Ja. Mhm. Oh Gott, ich bin zu dumm, um durch ein Fenster zu springen. Lol. Ja, wie als eine Katze und ihr Bussi geben. So arg gestupst auf die Nase. Warte. Hm? Du hast bestimmt immer deine Katze abgeleckt. Das Fell. Sie geputzt. Oh, du bist dreckig. Und aber ich hab so einen Kamm gehabt, da hab ich so mal gekämpft mit meinem Katz. Was hast du sie? Gekämmt. Was hast du gerade für ein Wort gesagt? Ein Kamm hab ich gehabt. Einen Kamm. Warum sagst du Kampe? Kampe. Ich rede bayerisch. Kampe. Mhm, das heißt Kamm, Kampe. Warum? Weil? Kamm ist doch viel einfacher zu sagen. Na. Wait a minute. Alter. Marco, ich verstehe dich. Ey, das? Sag mir mal, wenn ich sage, ich möchte was schnucken, was meine ich? Was? Ich möchte was schnucken. Ich hab Bock auf Schnucke. Schnucke. Was ist Schnucke? Ach du Scheiße, bin ich schlecht. Und? Was könnte Schnucke sein? Chiori, was könnte Schnucke sein? Was könnte Schnucke bedeuten? Das Wort Schnucke. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Einfach, ich möchte schnucken. Ich möchte schnucken. Schnucken? Mhm. Ja. Ich möchte schnucken. Was verstehst du darunter? Ich hab's einfach nicht gewusst. Aber ich hab's aus dem Zusammenhang herausgefunden. Ich kenn das Wort nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Ah, sollen wir es auflösen oder macht nur Veron? Nein, Shiori soll noch raten. Mhm. Kennt der Schnucke noch Schafe? Naja, einfach, es gibt das Nomen Schnucke und das Verb ich möchte schnucken. Zum Beispiel schnucken. So, und jetzt sollt ihr mir sagen, was das sein könnte, ohne das zu googeln. Man kann okay. Da zu viel schnucken. Shiori sagt Schafe. Und Liz sagt, also es ist nordhessisch, ne? So. Liz, gib deinen Tipp ab. Das ist Restaurant in der Schweiz. Was? Das ist ein Restaurant in der Schweiz. Ein Restaurant. Okay, Shiori. Ja, ich hab gerade gegoogelt. Das war ungefähr wie es gib Marco einen Puh. Gefährliche Hautkrankheit. Ey, aber du kämpft man. Ey, aber Drohne. Also ich löse jetzt auf, ne? Wenn ich sage, ich möchte was schnucken, heißt das, ich würde jetzt gerne was Süßes essen. Was noch Schnucke? Schnucke sind Süßigkeiten. Jetzt sag mir nur mal, ob du da drauf gekommen warst. Nicht, gell? Nein. Ich hab's nur im Zusammenhang herausgefunden, weil es was Süßes gegessen hat. Immer eine Schnucketüte gegönnt. Schöne Schnucketüte. Nicht gerne Maß und zwar Picknick, bitte. Wir sagen auch irgendein Wort, was es gar nicht gibt. Immer, aber mir fällt's gerade nicht ein. Es gibt so ein Wort. Das sagen wir in Hessen, das gibt's aber nirgendwo anders. Sagen wir so mitten in einem Satz einfach so, in den Satzbaum mit rein. Mir fällt's aber auch gerade nicht ein, welches es ist. Als? Als ob. Als ob. Ja gut, aber das sagt man ja auch hier.
weiß. Also, es ist irgendwo. Ich fällt's nicht ein. Mir fällt's einfach nicht ein. Ich bin einfach lost gerade. Ja, das fällt ja schon wieder ein und dann gibt's das nächste Rate spielt. Du darfst ja nicht die ganzen Kracher auf einmal rausprügeln. Die ganzen Kracher! Alles sagt man Ochkatzenschwurf. Ochkatzenschwurf. Ein Eichhörnchen. Schweif. Nein. Was? Ein Eichhörnchen-Schweif-Schwanz. Ein Eichhörnchen-Schwanz. Das ja, meine ich ja. Das Gwula, der Gwula, die Schwurf. Hier, ich habe 7 Jahre in Bayern gewohnt, ja? Vergesst das nicht. Okay, Shiori, warte, hier ein Satz für dich, Paula. Geistern holt die Fadel, Sau, Seix, Fadel, Gfadel. Was? Geistern holt die Fadel, Sau, Seix. Geistern, Paula, Geistern. Ja. Geistern holt die Fadel, Sau, Seix. Fadel, Fadel. Was heißt denn das? Also gestern hat die Fadelsau, was ist eine Fadelsau? Ja, frage ich mich auch. Faulisau? Zielobjekt Bravo wird gesichert. Ja, vielleicht sollte es faule Sau heißen. Oder dreht gestern sie. Gestern hat die faule Sau sein Faul gefault. Gestern Nein. hat das Mutterschwein 6 Ferkel bekommen. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Gestern hat das, die Muttersau Ferkel geboren. Crazy, was ist das für ein Dialekt jetzt? Bucket heißt das. Oh Gott! Also hätte die Fackel geschrieben, hätte ich sie Insta gewusst. Mhm. Aber Fackel kannte ich Mensch nicht. Hab ich's auch nicht gewusst. Aber was ich ist hab's denn? Mal, ich hab's noch Dinger gemacht. Sprichst du steirisch? Steirisch? Mhm. Da kommt ist der Gren her, der steirische Gren. Fürs Wurstbrot. Stimmt, wir sagen oft alt, sagt ihr das auch? Ich, ja genau, alt sagen wir ganz viel. Hast du recht, Steffen? Alt. Krähenkernöl. Was? Mhm. Paul sag ich. Marco hat Krähen gesagt und ich hab Kernöl gesagt. Das war gemeinsam gemeint. Das ist das ist wie irgendwas so in der Art Gräh. Das tut man auf Schinkenbrot drauf. Auf Stange mit Schinken und Gräh. Das ist richtig gut. Genau, ist Meerrettich, genau. Ich brauche einen Molotow-Abschuss. Das sind 2 Abschüsse. Ich bin ein bisschen brain auf Kau heute, wirklich. Das war ich gestern. Kein Problem. Und letzten Freitag, da war ich auch ein bisschen brain auf Kau. Warum? Weiß ich nicht, wenn ich von der Arbeit heimkomme. Wenn ich mich da nicht duscht habe oder trainiert und ich war endlos lang in der Arbeit, dann bin ich brain off. Ach da, ja, das war der Tag, ja. Da bin ich dann ungefähr so cracked wie einer mit einem One-Shot, wenn er 3 Platten gehabt hat. Wenn man so ein Wasser und Deutsch ausdruckt. Wasser und Deutsch!
hinter uns. Verbündete Drohne im Einsatz. Der war halt dann als erstes mal ein Stimshot. Oh mein Gott, er liegt da. Da war jetzt Janine der Muse gewinnen, wenn du OMG sagst. OMG! Da hast du wohl recht. Da hast du vollkommen recht. Stirb bei meinem Molotow, stirb bei meinem Molotow! Alter. Ich hätte das gebraucht. Diesen Molotow-Abschuss. Auf die Stellung drauf, jetzt Molotow. Anders geht's gar nicht. Du musst den Schauer dahinter haben, wenn du hier laufst. Und dann wirfst du ihm nur noch drauf. Das Ding ist, die bekommen auch als Schaden dadurch, aber die bekommen, die sterben halt nicht. Eigentlich, wenn du direkt triffst damit. Ja. Achso. Du musst den komplett das in die Fresse werfen. Ja, ich rate gerne. Weiter mit den Ratespielen. Es ist Dienstag. Dienstag ist ab heute der Ratetag. Da dürfen wir. Doch, das ist cool. Immer wieder Dienstag ist der Rätseltag. Paula muss Rätsel lösen. Jegliche Art. Finde ich gut. Ich will auch übelst gerne Professor Layton. Setze Vorladung ein. Der liegt ganz hinten links drin. Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Hab ich. Feindliche Drohne im Einsatz. Danke für den Call. Bitte. Vorladung, Alter, richtig in mein Base. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Richtig dumm. Richtig dumm. Feindliche Truppen bei der Stellung. Jawohl, der war eine Captain. Perfekt, der ist der König. Weißt du, was ich letztes Mal gesagt habe? Was end cool war, wenn der eine so einen Schockstab drauf wirft, du hast gerade Sniper daheim und dann schießt er automatisch und dann drückt er einfach einen No-Scope. Das war legendär. Wo? Oh. Doch, Junge, warum stirbt der nicht? Mauder, ich, die, mit, die, Pfingst, die, Freitag, die, Sums, die, Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. So, sag auf steirisch? Dachte ich mir auch gerade, what the fuck? What the fuck? Weißt du, ich was? Solche Wörter. Weißt du, Woche, Monat, dass der Jänner ist? Januar. Ja. Und wo der Jausen ist? Ein Jausen? Mhm. Ein Ja? Was? Ein Ja? Nein, Jausen, das ist eine Brotzeit. Achso. Und ein Paradeiser? Ein was? Paradeiser. Paragleiter? Na. Tomaten. Ja, genau. Was sind denn? Tomaten. Wie sagst du dazu? Paradeiser. Warum? Weil man das auf Österreich so sagt. Weißt du, was ein Pariser ist? Das sind spezielle Tomatenarten. Ja. Was sind Pariser? Ich muss das nochmal schon wissen. Okay, Leute, jetzt kommt die Frage der Fragen. Sagt ihr zu diesen runden, großen, gefüllten, ich sag jetzt den Namen nicht, diese, also als eine Süßigkeit, Krapfen sagst du? Die sind mit Marmelade und so gefüllt, ne? Oder mit Glasur oder mit Dings. Du sagst Krapfen. Was sagst du, Marco? Wie heißen sie bei euch? Krapfen, aber ich weiß, was du meinst. Du meinst Berliner. Du meinst Berliner. Du sagst Berliner, ja? Nein, ich sag Krapfen. Aber du meinst Berliner. Das ist, glaube ich, eine Fangfrage. Also, Berliner ist für mich in Ordnung, da ich in... ja, im Osten geboren bin und da heißt es Berliner. Ich bin in Bayern aufgewachsen, da habe ich immer Krapfen gesagt. Das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Hier in Hessen, das, die sind ganz falsch. Die sagen Pfannkuchen dazu. Ja, das stimmt.
Das ist doch nicht deren Ernst. Und ich sag auch dieses blöde Wort nett. Statt nicht sage ich immer nett. Also sage ich öft. Das sage ich öfters mal. Ich sag all dieses blöde Nett-Wort und dass das Pfannkuchen ja heißt, darauf komme ich einfach überhaupt nicht klar. Also das verstehe ich nicht, weil Pfannkuchen, die nennen ja auch normale Pfannkuchen hier Pfannkuchen. Ja, wo es dann gar nicht was gibt. Schinken, ja. Palatschinken ist auch Pfannkuchen. Das heißt, bei Eis Palatschinken ist kein Pfannkuchen. Das ist ein Pfannkuchen mit Eis. Nein. Es geht nur um Palatschinken. Es ist nur Palatschinken, ist einfach nur ein Pfannkuchen. Genau, wir sagen hier auch, ja. Was sind Frittaten? Pommes. Nee. Das sind aufgeschnittene Palatschinken. Aber Palatschinken ist ja eigentlich nur Pfannkuchen. Ja. Oder? Ja. Aber Frittaten? Weil es die liebe ich. Pfannkuchensuppe. Fädler. Pfannkuchen-Fädler-Suppe, wie man die nennt. Pfannkuchensuppen. Oder Frittatensuppe. Setze Wohlladung ein. Ja. Du noch viel zu lernen hast, wenn du nach Bayern kommst. Ich hab das gerade wirklich gemacht. Hast du gerade auf Jodisch haben wir gesagt? Auf Idiotisch? Nein, auf Jodisch mit mir geredet. Guck mal, und genau deswegen ziehe ich nach Bayern. Das ist schon crazy. Ich finde das schon krass, wie in Deutschland, wie viele verschiedene Dialekte es halt einfach gibt, ne? Das ist schon crazy. Das ist schon crazy. Boah, ich so im Englischen gibt es halt nicht so viel, oder? Da gibt es Britisch und Amerikanisch. UK. Aber sonst? Achso, ja. Wenn es so einen richtigen Londoner Akzent oder so Birmingham oder so, ja, ja, die Serien anschaust, das ist halt schon geisteskrank, wie die machen wir nur schon. Ja. You hear me? You hear me? Was ihr noch Geschmarri hörst. Was machst du? Drum watschen kannst du gleich rum. Ich hätte halt richtig Bock, Professor Layton zu streamen. Ja. Professor. Ich hätte halt richtig Bock, Professor Layton zu streamen, aber leider kann ich das ja nicht übertragen. Da brauchst du extra so einen Adapter. Den gibt's nicht. Ich glaube, der kostet 150, 200 Euro. Ich hab da mal geschaut. Den gibt's nicht. Paul hat zu mir gesagt, das ist illegal. Wenn ich was finde, was macht, dann sagt er, dann ist das illegal. Dann soll ich meinen Finger davon lassen. Dann sagt mit Nintendo DS, kann ich nicht auf meinem PC streamen. Kann ich nicht verbinden. Das funktioniert nicht, sagt er. Ich habe mich natürlich schon beim Profi informiert, ne? Ja, ist ja klar. Aber ich wollte mal gucken, Nintendo mag das Nintendo mag überhaupt nicht, dass man streamt, egal wofür Plattform. Die sind da nicht so amused. Nein, ich nehme Paul mit nach Bayern. Also ich nehme ihn nicht mit, er möchte auch dahin ziehen. Also wir haben uns beide dazu entschlossen, darunter zu ziehen. Der wird einfach mit Nummer. Einfach reinpacken. Der wird einfach einen Koffer gepackt. Den kleinen Paul. Ah! Nein, Paul und ich bleiben immer zusammen. Mein kleiner 2 Meter großer Bruder Paul. Mein kleiner großer Bruder. Der ein Jahr vor mir das Licht der Welt erblickt hat. Mein kleiner Bruder Paul.
Mein kleiner junger Bruder Paul. Wo wohnst du denn, Shiori? Herr Steinmann wahrscheinlich, oder? Hä? Oh? Und das Steiermark. Ja, okay, Entschuldigung. Ja, cool, der kann aber auch woanders wohnen. Vielleicht wohnt er in Wern. Sie. Achso, sie, ja. Ich dachte schon vorhin mit Kind und dass sie jetzt wenn wir schlafen können. Marco, du bist schon 1 und 1. Naja, ein Mann kann auch ein Kind haben. Ja, aber dann werde nicht 1 bis 2, 1 bis 3. Nee, 2 bis 3 Stunden länger schlafen. Schnell in Stellung, erst! Nein, zum Gott noch klon! Nein! Stimmt, der Brief war für dich! Ja! Hast du den Brief schon bekommen? Ich musste leider, ich hab ihn ja zur Post gebracht. Richtig, Österreich wohnst du! Du wohnst in Österreich! So, das weiß ich, genau. Aber die genaue Adresse habe ich mir jetzt natürlich nicht angeschrieben. Das mag man ja nicht, ne? Aber ich hatte den zur Post gebracht damals. Ah, das war der Brief, wo ich gesagt habe, da sollst du auch hinschreiben in Österreich. Ja, genau, das war für Shiori. Und das Ding ist, ich habe den direkt zur Post gebracht und die hat den frankiert. Und die blöde Kuh hat es nicht hinbekommen, mir das richtig abzurechnen. Die wusste ja nicht, wo das ist. Die hat nur gemeint, das sind die DDR, wo mit der vierstelligen Postleitzahl. Die hat nicht gewusst, dass es Österreich ist. Ja, und dann kam er zurück und dann musste ich ihn. Dann habe ich extra eine Briefmarke an der Arbeit ausgedruckt. Und dann hast du den Brief schon bekommen. Ich werde jetzt nicht zu viel verraten. Ist er da? Ja, ne? Da. Gut. Und dann habe ich extra die Kuh ausgewählt als kleinen Sticker drauf. Ich fand die Kuh so niedlich. Oh, da geht's in Stellung! Das müssen wir gewinnen! Bleib an der Stellung, Lys! Ich bin deine Deckung! Oh, das wird eine knappe Geschichte! Die deutsche Post hat den Asiaten Tütenvogel getötet, nicht im Ernst, oder? Der Tütenvogel ist tot? Nee. Demnächst seine Pokémon-Karten wurden auch entwendet. Das ist richtig heftig, also. Demnächst verschicke ich nur noch kleine Pakete. Also gar keine normale Briefe mehr. Immer versichert für Sim50, das ist der way to go. Das ist der way to go. Ja. Ja, die haben, die dürfen die Briefe ja öffnen, wenn die denken, da sind Wertpapiere drin und die entwenden. Das ist bei Nick passiert, der hat die seltenen Pokémon-Karten einfach entwendet. Hat der Ola, hat er den Brief bekommen? Ein Aluhutträger-Trick verraten, du musst es in ein Alufolie einwickeln. Warum? Weil man es da nicht durchleuchten kann. Wenn du einen Gatschein in der Alufolie reitest, dann kannst du es nicht durchleuchten und weißt du, was drin ist. Es hat eine Verwandte von uns immer so gemacht. Stimmt. Ich war dabei, als er die Gedenks hat. Das war sogar meine Idee, dass er die aus seinen Zeichnungen nimmt. Okay, ich bin gleich wieder da. Bis gleich, ich gehe kurz einen rauchen. Ich tue schnell auf abbrechen, weil dann gehe ich schnell auf die Toilette. Bin gleich wieder weg.
Bin schon wieder da. Hast du irgendwas auf dem Radar, was du am Black Friday kaufen magst? Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Bist du da? Liz ist draußen. Also so zwei Runden würde ich noch spielen, glaube ich. Und dann würde ich auch ganz langsam aufgehen, glaube ich. Mhm. Aber mal gucken. Dann zuhören. So um 0 Uhr würde ich im Bett liegen, vorher noch Kaffee gehen. Mhm. Oh. Ich habe heute noch mal andere Regale gefunden. Ich finde zwar die ersten etwas schöner, aber ich finde die zum Beispiel auch ganz cool. Ich schick's dir mal auf WhatsApp. Die sind hochglanz von. Ist
Die sind ein bisschen preiswerter, oder? Ja, die sind ein bisschen günstiger, aber das meine ich jetzt gar nicht. Aber so finde ich es eigentlich auch ganz schick. Ja, die sind auch schön. Die Eiche ist natürlich schön, ne? Alles klar, Shiori. Ich wünsche dir einen schönen Abend und danke, dass du da warst. Gute Servus. Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Sind auch gar nicht so grob, gell? Das ist das Xora, nee. Von der Marke habe ich schon irgendwas. Ich glaube, von der ist meine Couch oder so. Ist auf jeden Fall schön. Ah, die Karten, die habe ich auch gemacht. Die gefallen mir auch ganz gut. Brauche immer noch einen Molotow-Abschuss. Ist das das Letzte, was du brauchst? Ja. Level 21. Ich hab da kaum voll gelevelt. Geil. Oh Gott. Viert euch. Viert B. Servus. Viert B. Ach ja. Oh Gott. Kam es zu listen immer in der Lobby, kam es an ganz andere Gegner da. Aber ganz andere Gegner. Ich versuche hier gerade zu snipen, aber irgendwie kriege ich hier gerade gar nichts auf die Reihe. Ich gehe auf O. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Der Bleifinger hat mich umgebracht. Bleifinger? Heißt da echt jemand Bleifinger? Ja. Geil. So schnell kann ich doch nicht mal reagieren, wie hier die Gegner vor mir stehen. Komm, komm, Bomber. Na, verbesserte Drohne. Da kämpft einer. Ah, ich hab ein Orbi. Schön. Ich hab noch keinen Kill. Ja, der eine kämpft richtig hart. Ey, der ist ja immer noch drinnen. Ja, der braucht angelehnte Kills und deswegen steht er da jetzt, hat der Spaß. Das ist doch... Ja, weil ihr ein Orbi habt, deswegen campen sie. 100 pro. Weil wir sehen mal, wo sie sind. Oh Mann. Verbündete Vorräte unterwegs. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Bomben auf B, schätze ich mal. In dem Ohr. Na, hab's nicht ganz geschafft. Ey. Das hören wir. Na, ach, das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Meme. Ja, wo ist er denn? Gut. Der Feind erobert Charlie. Wir kontrollieren alle Zielobjekte. Haben wir alle. Und er kommt durchs rechte Tor bei A. Setze Vorladung ein! Ey, ich. Keine Ahnung. Bin irgendwie nicht so im Modus heute. Oh, jetzt sterbe ich wegen einer Granate. Schade.
Tragbares Radar eingesetzt. Ich habe Charlie verloren. Feindliche Drohne über uns. Wir kontrollieren per Feind der Oberfläche. Oh, gleich rechts ist einer drin und auf B ist einer. B nehmen sei. Wieder der Camper. In dem Bravo. Der Feind ist schon mal aktiv. Wir kontrollieren alle Zielobjekte. Feindlicher Präzision für Zielobjekte. Holt es zurück. Lade da! Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Lade da! Ihr habt Drohne. Bitte Aufklärungsüberflug. Verstanden. Drohne im Einsatz. Meine Munition. Vor. Der Feind hat Bravo eingenommen. Okay, hört uns. Kill hast du immer noch, oder? Welchen Molotov? Mhm. Ich glaub schon. Ich glaube, den habe ich auch mal drin gehabt. Den habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich den noch gespielt habe. Erbitte Aufklärungsüberflug. Tragbares Radar eingesetzt. Wir erobern Alpha. Wir erobern Vorräte. Bravo gesichert. Oh, hab's geschafft. Zone markiert. Abwurf unterwegs. Verstanden. Sichtkontakt zur Markierung. Vorräte unterwegs. Achtung. Drohne verlässt das Einsatzgebiet. Aerosolbomben stehen bereit. Na ja, Aerosolbomben stehen bereit. Fordere Luftnahunterstützung ab. Kontrolliere zwei Zielobjekte. One Kill, zwei Kills. So viel glaube ich habe ich noch nie gekillt mit dem Aerosol-Ding. Obwohl der schon ganz schön bitter ist, ne? Mhm. Zwei. Das ist eigentlich wie der Mörserschlag, wie es den bei Vanguard gegeben hat, so in der Art. Die nicht getroffen haben. Ja, die hat ja ganz schön viel umgebracht. Boah, der hat fair ausgehalten, was. Jawohl, easy. Mission erfüllt. Gute Arbeit. Ja, du bist leicht ausgerastet. zu 23, ja, bei mir läuft richtig gut auf jeden Fall. Ah. Okay, last round jetzt. Mhm.
Ich glaube, ich habe mir jetzt die AKU freigeschaltet. Oder ich hoffe es zumindest. Ja, ich habe sie. Wie schaltet man die Nummer frei? Mit der Castor 545 habe ich bis Stufe 17 oder 18 gebraucht. Hey, ich hab dir. Castor 74U ist das. Was sind die Castor für eine? Ist das auch eine? Die AK. Die 545, die wo du jetzt da hast, die musst du spulen, die ganz hinten, dann kriegst du die AKU. Okay. Und nach der AKU, nach der 74U, kriegst du nochmal irgendeine andere. Das ist, glaube ich, dann eine MP. Aber mit der mag ich jetzt noch ein bisschen spielen. Die sollte richtig gut sein. Die habe ich schon ein paar Mal vom Gegner aufgenommen, die war echt stark. Die 545 ist auch richtig gut. Gebe die Deckung. Doppelkill. Der Snipe gar nicht schlecht. Ja, der hat mich auch komplett auseinandergenommen. Ja, ei. Mitmachen mit der Sniper, ich liebe es. Boah, die haben da richtig geisteskranke Tarnungen drauf. Dankbare Lobby. Dankbare Lobby. Das ist keine gute Lobby, finde ich. So ein hart, also die sind echt gut, muss man wirklich sagen, die wo da spielen. Ja. Yes, yes. Ich glaube, ich muss auch mal meine Sniper ausrüsten, weil die snipen auch alle. Die spielen alle die DMR-Sniper. Ja, ich habe nur eine normale Sniper. Leider. Diese MCPR. Ja, die ist aber gar nicht so schlecht, die erste Sniper. Oh mein Gott. Wechsle das Magazin. Wow.
mein Aim ist halt wirklich richtig weg. Ciao. Ciao. Oh, das ist schon der nächste. Weil ich Waffe gewechselt habe, oh Mann. Ja, nein. Und einfach von die Aufsätze spinnen so Lobby ist halt auch echt nicht geil. Ja. Oh, Luftschlag weg. Ich bin nicht gefunden. Der war direkt links um. Der ist auf den Ofen gesetzt. Und die Map mag ich irgendwie nicht so gerne, glaube ich, weil da wird hart gekämpft immer. Das liegt da auch in den Spielmodus. Ding ist wieder besser Herrschaft auf der Map, finde ich. Stellung ist generell immer ziemlich krass campy. Mhm. Ja. Boah. Ja, aber es macht gar keinen Sinn, eine normale Sniper zu spielen, wenn die anderen so OP sind. Wenn du die mit denen auch mehrmals abfeuern kannst, weißt du, was ich meine? Ich glaube, mein Spur hat sogar aufgehängt. Mhm. Wie heißen die, die du spielst als Sniper? SPR und SAB SAP. Ja, meine Spur hat sich gerade aufgehängt. Geil. Perfekt. Ja, gut. Komm ich nichts mehr, weil ich die letzte Runde. Genau, das SPR, die war gut und SAB. Das waren die zwei DMRs. Und die Winchester, die ist eigentlich auch ganz cool, aber da muss man ein bisschen reinkommen. Und dann kannst du echt schick wegscopen.